Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der Schalke 04 Karriere. Die letzte Episode der Schalke Karriere, die ich praktisch selber spielen werde. Denn eigentlich wollte ich ja die Saison abschließen, beziehungsweise diese Karriere mit dieser Saison. Aber da wir ja gegen Paris gespielt haben im Viertelfinale der Champions League und wir leider rausgeflogen sind, werde ich nächste Saison noch dranhängen müssen. Aber das Ganze werde ich simulieren, weil ich sehe jetzt nicht mehr das Nötige darin, das zu spielen. Die Mannschaft wird sich nicht mehr verbessern, großartig. Und da sehe ich einfach keinen Sinn drin. Aber ich habe andere Videos geplant bis zum Release von FIFA 23, wo es übrigens auch Änderungen im Karrieremodus geben soll. Da bin ich echt mal drauf gespannt. FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Bevor wir auf jeden Fall zur Abstimmung springen, haben wir noch einen Kommentar und zwar einen Transfervorschlag. Und zwar ist der Transfervorschlag Mikkel Damsgaard. Der ist jetzt 26 und er bringt uns nicht wirklich was in der Karriere. Zudem kann ich ihn nicht verpflichten. Ich bin außerhalb der Transferphase. Er würde uns nicht unbedingt weiterhelfen. Ich meine, wir sind auf den Positionen echt top besetzt. Vor allem auch auf der linken Seite mit Pecco Jimi. Dem macht er da gar nichts vor. Aber trotzdem danke für deinen Transfervorschlag. Hebt ihr das für die nächste Karriere auf? Und als nächstes kommen wir natürlich zur Abstimmung und ich werde heute gegen RB Leipzig spielen. Und die anderen beiden Partien werde ich schnell simulieren. Wir werden dann auf jeden Fall noch uns die ganzen Tabellen angucken, wer was gewonnen hat am Ende der Karriere und die einzelnen Statistiken, je nachdem. Und in dem Spiel gegen RB Leipzig ist das sozusagen eine Vorentscheidung um die Meisterschaft, denn wir können auch die Meisterschaft diese Saison gewinnen. Wir haben einen Punkt Vorsprung vor Leipzig und gegen Hannover und Union sollten wir eigentlich Punkte holen. Okay, Union ist Vierter, aber Hannover ist so krachend unten drin. Die sind 18. mit 11 Punkten. Da müsste eigentlich ein Sieg für uns drin sein. Und was auch drin sein sollte, ist auf jeden Fall ein Like unter diesem Video, ein Abo auf diesem Kanal und eine Aktivierung der Glocke unter diesem Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Zudem fehlen mir zu diesem Zeitpunkt noch nur 10 Abonnenten, dann habe ich die 800. Also macht diese auch ganz gerne mal bitte voll. Und ich hoffe, dass mich der FC Schalke nicht am Ende dieser Saison entlässt. Das wäre äußerst scheiße. Und damit steht auch schon das Spiel an gegen RB Leipzig. Wir gehen natürlich rein, ich spiele mit unserer Top-Formation und sehen uns gleich wieder hier in der Red Bull Arena. Damit ein herzliches Willkommen zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft. RB Leipzig trifft auf den FC Schalke 04, 32. Spieltag. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt. So, hier habt ihr auf jeden Fall das 4-2-3-1 von RB Leipzig. Jorginho vorne auf dem Flügel, alles klar. Lo Celso auf der 6, sowas regt mich einfach nur auf im FIFA. Ich hoffe, die fixen das zu FIFA 23. Und hier habt ihr unser 4-3-3, mit dem wir in dieses Spiel reingehen werden. Damit also rein in diese Partie. Leipzig gegen Schalke. Ein Punkt trennt uns. Mit dem Sieg wären es 4 Punkte. Und wir sehen uns auf jeden Fall in Szene 1 wieder, die hier vielleicht sogar gleich mal für Leipzig kommen könnte. Ugarte, Ballverlust. Und jetzt geht es schnell bei F04. Das ist Pecco Jimi direkt im richtigen Moment. Oben läuft noch Christiansen mit. Den sieht natürlich Locek jetzt im richtigen Moment. Und Christiansen scheitert an dem ungarischen Nationalkeeper. González. González wird nicht angegriffen. Versucht es mal direkt mit einem Schuss. Das ist noch die Möglichkeit. Warum schieße ich da eigentlich? Gute Möglichkeit. Moyes kennen und das 1:0 mit dem ersten Schuss für RB Leipzig. Da trifft er, der Italiener. Gut herausgespielt von RB. Und da ist Luis Alberto mit dem entscheidenden Pass für Moyes gehen. Jens Lorenzen hat keine Chance und Robbie Bubble führt mit 1:0. 13 Saisontore für ihn. Schalke lief aber auf das Leipziger Tor weiter zu. Da ist die nächste Möglichkeit. Eine Flanke von Christiansen auf den Kopf von Adam Locek. Gute Möglichkeit, das ist Van de Beek für Christiansen, abgelegt für Locek und nicht der Ausgleich. Den Ball kann man ruhig mal reinmachen. Anschließend Ecke wird getreten von Niklas Christiansen. Der Ball jetzt noch nicht geklärt. Pecco Jimi versucht es aus der Distanz und was für ein Ausgleich. Das ist das 1:1. Pecco Jimi hat es erzielt. Außerhalb des Strafraums hat er das Ding in den langen Winkel geschlänzt. Schönes Tor vom finnischen Nationalspieler. Gutes Ding. Da haben wir hier den Kopfballgewinn von Bruno. Ne, von Nico González. Und dann Pecco Jimi von der Strafraumkante abgezogen. Und das Ding direkt in den langen Winkel. Keine Chance für Peter Gulaschi. Die wollen das Ding hier früh klar machen. Der Ball Richtung Mitte. Da ist Donny van de Beek und sofort die Führung. Das waren keine 3 Minuten nach dem Ausgleich.
Komm, steh auf, mein Junge, renn doch einfach bitte zum Aus, Alter. Der Holländer mit seinem ersten Tor für Schalke, der kam ja im Winter, um das Mittelfeld individuell nochmal ein bisschen zu verstärken. Und jetzt macht er sein erstes Saisontor und auch noch ein wichtiges dazu. Wieder ist es Locek, Pekko Jimi sammelt den zweiten Scorerpunkt in diesem Spiel, bedient Donny van de Beek und der köpft den Ball ins lange Eck. Das ist Barnes über die linke Seite, setzt sich durch gegen Malik Chau und da ist der Ausgleich. Jens Lorenzen hat keinen guten Tag, das ist der zweite Schuss aus den Kasten und Giovanni Lo Celso nutzt das Ding und macht den Ausgleich für RB Leipzig. Katastrophale Abwehrarbeit, schlecht von Malik Chau, lässt sich ja einfach vernaschen von Barnes und dann steht Giovanni Lo Celso in der Mitte und schiebt das Ding vorbei an Jens Lorenz. Kein guter Tag auch für ihn, sonst hätte er mir eine ganze Menge und jetzt kassiert er zwei Schüsse, zwei Tore. Oh, das ist gut von Christiansen, der geht die Grundlinie runter, in der Mitte ist Locek und da ist Gulaschi dran. Locek, weiter Ball Richtung Christiansen, Christiansen gegen Henrichs, er gewinnt den Ball. Jetzt muss er den irgendwie nur Richtung Mitte bringen, aber das ist so schwach, ey, Mann. So, Freistoß für RB Leipzig, die könnte gefährlich kommen, die Flanke, und das ist es auch. 3:2 für RB in der 70. Minute. Was macht Denzel Dumfries dort? Und Barnes ist es, der das 3:2 macht für die Roten Bullen. Ne, direktes Freistoß-Gegentor. Das war echt schlecht gemacht. Die Maus hat auch komplett falsch Jens Lorenzen wieder geschlagen. Er hat jetzt das dritte Gegentor mit dem dritten Schuss bekommen. Ungern würde ich die Meisterschaft hier drei Spieltage vor Schluss einfach schenken. Deswegen haben wir hier noch Pekko Jimi, der abschließen kann. Und Gulaschi hat einen guten Tag. Der hält nämlich sehr viel heute. Alvarez mit der Ecke. Robin Gosens, Julian Alvarez. Jetzt muss sich mal der gute Herr Thiago Thomas in der Mitte positionieren. Der bekommt hoffentlich auch den Ball und Gulaschi hält erneut. Also einen Unentschieden hätte ich ja mindestens gerne. Dann bleiben wir wenigstens einen Punkt in Führung. Malik Chau bekommt den Ball und Gulaschi hält erneut. Schade, dass es Gonzalez und Nico Schlotterbeck versucht mit dem Ball. Der landet in der Leipziger Innenverteidigung. Viele Möglichkeiten wird es jetzt nicht mehr geben. Nochmal der Ball auf die linke Seite für Pekko Jimi. Komplette Viererkette vor sich. Allerdings ist dort Thiago Thomas, der auch keinen guten Tag heute erwischt. Und damit geben wir die Führung am 32. Spieltag an RB Leipzig ab, weil wir das Spiel mit 3:2 verlieren. Ich hoffe, dass RB in den letzten zwei Spielen Punkte liegen lässt. Falls nicht, dann haben wir auch keine Meisterschaft und keinen Titel geholt in dieser Saison. Ach ja, diese Statistiken. 4 Schüsse, 3 Tore. Ich liebe FIFA dafür. Im Spiel gegen den Tabellenletzten müssen wir 3 Punkte holen. Wir stellen auf 4-4-2 um. Enge Raute gegen Hannover 96 zu Hause. 3:1. Bruno, Jimi und Locek treffen. Und jetzt hoffen wir mal, dass RB Leipzig vielleicht nicht gewonnen hat. Vielleicht sogar verloren hat. RB Leipzig hat leider gewonnen. Also alles läuft aufs letzte Spiel hinaus. Ich denke mal, ich werde es normal simulieren. RB Leipzig spielt zu Hause gegen den FC Bayern. Ey, komm, Bayern München. Bitte besiegt RB Leipzig. Bitte. Wir gehen rein in eine normale Simulation. Ich würde wieder das 4-4-2 bringen. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen in diesem Spiel. Was anderes kann nicht sein. Wenn wir unentschieden spielen, ist RB Leipzig Meister und RB Leipzig muss verlieren. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben die bessere Tordifferenz. Also, wenn RB Leipzig unentschieden spielt und wir gewinnen, dann könnten wir, glaube ich, auch Meister sein. Also, alle Hoffnung in den FC Bayern für das letzte Spiel. Schalke legt gut los. Es steht 1:0 durch Adam Locek. Die Vorarbeit kommt von Denzel Dumfries. Schade, dass ich hier nirgendwo sehen kann, wie es auf den anderen Plätzen steht. Wenig Standardtore gehabt diese Saison und Thiago Thomas scheitert ebenfalls an Verbruggen im Tor bei den Unionern. Vielleicht doch nochmal ein Tor vor dem Ende der ersten Halbzeit hier. Adam Locek und der Typ, der hält alles. Ich glaube, wir hatten jetzt auch schon wieder 6 oder 7 Schüsse aufs Tor in dieser ersten Halbzeit. Es waren sogar 10 Schüsse. Danke dafür, FIFA. Ball Richtung Mitte. Jetzt schließ doch einfach mal ab, Mensch. Danke. Adam Locek, 2:0 und er wird ausgewechselt. Perfekt. Auf 4-3-3 umgestellt und jetzt haben wir nochmal junge Wilde vorne drin. Das war abseits. Wieso spielst du diesen Ball? Nachspielzeit läuft. Wir werden das Spiel hier definitiv gewinnen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie hat RB gegen Bayern gespielt? Ich hoffe, RB hat nicht gewonnen. Bei einem Unentschieden sollten wir, glaube ich, auch die bessere Tordifferenz haben. Letzte Ecke und das ist es. Schalke 04 siegt mit 14 Schüssen, mit 2:0. Doppelter Adam Locek bei Union Berlin. Sie haben unentschieden gespielt. Sie haben unentschieden gespielt. Haben wir die Meisterschaft gewonnen? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt. Wir springen zur Bundesliga und wir sind Meister. Oh, wir haben deutlich die bessere Tordifferenz. Das ist ja mega krass. Wir haben die beste Defensive, auch mit Abstand die beste Offensive. Und der FC Schalke 04 gewinnt dank dem FC Bayern einfach die Meisterschaft. Und der FC Bayern spielt Europa League.
Borussia Dortmund kommt mit in die Champions League. Union Berlin, Europa League, Frankfurt müsste dann in die Conference League kommen. Also wird das hier doch nochmal ein bisschen spannender zum Ende hin. So, Nilo Järvinen. Viel Spaß bei Celta de Vigo. Monatliches Scouting-Update. Davon werden jetzt bis zum Ende der Saison noch einige kommen. Ich hoffe, hier ist was mit dabei. So, zwei Jugendspieler wollen weg. Oliver Günther und Benedikt Baumann. Benedikt Baumann ist ein nicht so guter Keeper. Und Oliver Günther ist ein relativ guter zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Und ich hoffe, für den gibt es einen Markt. So, als nächstes folgt ein nächstes monatliches Scouting-Update. Einen Monat später. Was ist hier dabei? Ja, super, du hast echt gutes Potenzial, aber echt einen beschissenen Marktwert gehabt. Mit 200.000 Marktwert habe ich echt gar keine Lust auf dich. Ich hoffe ja wieder auf den finnischen Scout, der mir hoffentlich gute Innenverteidiger bringt. Den habe ich ja extra auf Verteidiger gesucht. In der Hoffnung, dass er hier irgendwas Gutes findet. Aber es ist alles andere als der Fall. Ja, okay, Simula, 1,5 Millionen nehmen wir mit. Aber er findet auch nur Außenverteidiger. Das ist so ein Schwachsinn. So, wir sind jetzt auch am Ende der Saison angekommen. Und das bedeutet, wir blicken mal auf die ganzen Tabellen und auf unsere Statistiken. Als erstes blicken wir auf die Bundesliga. Wir gewinnen die Meisterschaft vor RB Leipzig punktgleich aufgrund der Tordifferenz besser. Wolfsburg wird Dritter und Dortmund kommt mit in die Champions League. Bayern nur Fünfter, Union Berlin Sechster, Frankfurt Siebter. Und wir blicken mal runter. Arminia Bielefeld starker Neunter, das ist schön. Auf dem Relegationsplatz ist Greuther Fürth, auf der 17 ist Holstein Kiel und direkt runter geht Hannover 96. Damit blicken wir auf den DFB-Pokal, den gewinnt Hertha BSC. Okay, das bedeutet Hertha spielt nächste Saison Europa League. Weiß jetzt aber nicht, wie das dann mit der Conference League zusammen funktioniert. Da sind wir ja, glaube ich, entspannt in der ersten Runde ausgeschieden. Ja, gegen den SC Freiburg, so war's. Dann können wir auf jeden Fall sagen, dass Greuther Fürth drin bleibt. Sie setzen sich gegen Paderborn durch, im Gesamtergebnis mit 5:1. Den UEFA Superpokal, den gewann Real Madrid am Anfang der Saison. Wer gewinnt denn die Champions League? Es ist Paris. Wir sind also im Viertelfinale tatsächlich am späteren Sieger gescheitert. Die haben dann noch Liverpool besiegt und im Finale den FC Arsenal. Okay. Die Europa League geht an Borussia Mönchengladbach. Also Borussia Mönchengladbach nächste Saison in der Champions League. Und die sind auch nicht europäisch gewesen, glaube ich zumindest. Gewinnen im Finale gegen die Wolves. Starke Leistung. Also viele deutsche Vereine nächste Saison vertreten. Und die Conference League sichert sich Nizza im Finale gegen Villarreal mit 2:1. Ja, und ansonsten hoffen wir mal, dass die Rumänen nach dem 3. September nicht gegen Island gewinnen, falls wir gegen die verlieren sollten. Zu guter Letzt gucken wir nochmal auf die anderen deutschen Ligen. Der FSV Mainz steigt wieder auf, zusammen mit Fortuna Düsseldorf. Paderborn hat es ja leider nicht geschafft. Bremen bleibt in Liga 2, genauso wie der HSV bleibt auch in Liga 2. Köln bleibt in Liga 2, das ist kranke zweite Liga eigentlich. Nürnberg entgeht knapp der Relegation. In der Relegation spielt nämlich Wien Wiesbaden. Rostock und Regensburg gehen direkt runter. Und dann blicken wir nochmal auf die dritte Liga. Der TSV 68 München steigt auf in Liga 2, genauso wie Zwickau. Okay, stark. Dynamo Dresden in der Relegation gegen, wer war es jetzt eigentlich, gegen Wien Wiesbaden. Magdeburg scheitert knapp mit einem Punkt an der Relegation und 2 Punkten am direkten Aufstieg. Und die letzten 3 in Liga 3 sind Havelse, Meppen und Waldhof Mannheim. So, und dann blicken wir noch einmal auf die Statistiken unserer Spieler. Die meisten Einsätze macht tatsächlich Nico Gonzalez. Der hat jedes Bundesligaspiel gemacht. Der hat auch jedes DFB-Pokalspiel gemacht. Wir hatten nur eins. Und ich glaube, er hat auch jedes Champions-League-Spiel gemacht. Er macht dann die meisten Tore. Die meisten Tore macht Adam Lodzic. Der macht 24 Tore insgesamt und 10 Vorlagen. Also 34 Scorerpunkte. Christiansen auch 18 Tore, 15 Vorlagen. Thiago Thomas noch 13 Tore. Gonzalez 11 Tore. Die meisten Vorlagen macht Christiansen mit 15. Das sind 33 Scorerpunkte. Lodzic hat, wie gesagt, 34 Scorerpunkte. Bruno macht 7 Assists, ist damit auf Platz 3. Und Gonzalez auf Platz 4 mit 6. Und damit würde ich sagen, springen wir auf jeden Fall in die nächste Saison. Wir verabschieden ein paar Jugendspieler und unter anderem Idris Subaba, Tim Handwerker. Werden uns alle verlassen. Jonas Omlin habe ich auch noch verkauft. Und damit springen wir auf jeden Fall in die nächste Saison. Wir gucken uns noch unser Transferbudget an. Aber ich denke mal, ich werde nicht viel machen, höchstens in der Breite. Ich brauche einen Ersatztorwart. Vielleicht tue ich da auch einen Jugendspieler zurück, den ich schon verkauft habe, der inzwischen ganz gut geworden ist. So, Robert Ivanov, ein Innenverteidiger, beendet seine Nationalmannschaftskarriere. Und Uronen, auch unser Rechtsverteidiger. Wie sieht denn meine finnische Nationalmannschaft dann eigentlich aus? War gar nicht so schlecht eigentlich. Jano Konster, der ist ein starker Rechtsverteidiger. So, wir werden jetzt noch einen Tag simulieren, um mal zu gucken, wie viel Transferbudget wir haben. So, wir blicken einmal auf unser Transferbudget. Dort stehen 177 Millionen. Ich denke mal, ich werde nicht viel machen. Vielleicht in der Breite ein bisschen verstärken. Vielleicht hole ich mir neue Außenverteidiger, denn Gosens und Dumfries werden sich nicht mehr verbessern. Und
Ja, Gosens ist 32, Dumfries ist 31. Das wären so zwei Positionen, wo ich mich mal umschauen würde. Falls ihr Transfervorschläge habt, ich werde jetzt, wie gesagt, nur noch zwei Folgen rausbringen mit den Simulationen. Schreibt diese gerne unten rein. Und das war's nämlich mit dieser heutigen Episode. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. Wir springen zur Bundesliga und wir sind Meister. Oh, wir haben deutlich die bessere Tordifferenz. Das ist ja mega krass. Wir haben die beste Defensive, auch mit Abstand die beste Offensive. Und der FC Schalke 04...